Harry, aktuell mit dem Wetter, mit dem heutigen Wetter und das erste, keine Wolke am Himmel, strahlend blau, kein Wind. Ihr seht selber, und wir sind heute wieder mal international, denn wir schalten dann auch gleich mal zurück nach Deutschland zur Wetterfee Antje, wie das Wetter bei ihr ist. Aber erstmal hier Bestandsaufnahme. So sieht das aus. Wir haben hier mäßige Wellen. Man kann sehr, sehr gut schwimmen oder baden gehen. Im Moment ist ablaufendes Wasser hier. Das heißt, es wird wieder schön bequem zum Strandlauf. Und ich habe ja gehört, dass es in Deutschland nicht ganz so schön ist. Und deswegen machen wir auch das Wetter heute mal in internationaler Form. So, der Blick nochmal hier in die Berge. Und jetzt schalten wir nach Deutschland zu Antje. Hallo Antje. Hallo ihr Lieben. Tja, da stehen sie, die Winterschuhe. Die Winterschuhe wurden ausgepackt. Wir haben tatsächlich Schnee bekommen. Ja, und wie ihr seht, hat der Winter tatsächlich Einzug gehalten. Büsche und Bäume haben den Schnee bekommen. Hier im Garten ist es auch richtig weiß. Wenn man mal überlegt, wie tief der Schuhabdruck ist, tja, dann wisst ihr, wie es aussieht. Aber schaut mal gleich hier um die Ecke, wenn man dann mal guckt, tja, schön ist es trotzdem, auch wenn es kalt ist. Die Sonne ist auf jeden Fall da und ja, scheint hier in den Garten. Es glitzert und blinkt, dann seht ihr auch, was hier los ist in Soest. Das Wetter in Soest. Tja, und die schöne Sonne begleitet uns hoffentlich noch den Tag über. Damit dieses Winterwetter nicht ganz so dramatisch ist. Aber ich denke, das klappt schon. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Passt auf euch auf. Nochmal die Spuren im Schnee, damit ihr wirklich seht, wie tief das eigentlich ist. Ich mache mal zwei Abdrücke. Ja, seht ihr? Wenn man da mal den Finger reinhält, dann sieht man, wie weit es runter geht. Ungefähr. Also mein Finger ist jetzt bis oben mit Schnee bedeckt. So, damit ihr jetzt wisst, wie es hier aussieht. Und jetzt wechseln wir mal 4000 Kilometer in die andere Richtung, nämlich auf die Insel Gran Canaria nach Maspalomas. Ja, und das war das aktuelle Wetter aus Deutschland, das Wettergeschehen, die Situation. Und ich habe mir so überlegt, nein, ich möchte nicht tauschen. Ich bleibe dann doch lieber hier. So, die Eindrücke hier am Strand, die sprechen für sich. Man braucht hier gar nicht viel zu erzählen, viel zu klären. Ich wünsche auf jeden Fall der Antje einen schönen Tag und vielleicht doch einen Wetterwechsel, dass man wieder auch gewohnt seinen Arbeiten und Dienst nachgehen kann und dass es keine Verkehrsbehinderungen gibt und dass alle gut weiterkommen. So, das war's jetzt mit unserer internationalen Wetterkommunikation. Ich sage jetzt erstmal hasta luego, macht's gut und bis demnächst.